aber im Zug selber leider nicht. So, wir nähern uns jetzt Rheinfeld in Holstein. Auch ein kleiner Bahnhof, der aber gut jede Stunde oder sogar jede halbe Stunde bedient wird. Ja, die Strecke ist ja auch eine, wo wir mit die längsten Doppelstockzüge in Deutschland sehen, weil eine Reihung von 7 oder 8 Doppelstockwagen, gerade bei den Regionalexpresszügen, das ist dort keine Seltenheit, das ist die Regel. Beim Metronom gibt es das auch zwischen Hamburg und Bremen, beziehungsweise zwischen Hamburg und Uelzen und Hannover. Ansonsten sind ja auf anderen Strecken eher Reihungen von 4 bis 5 Wagen und auf ländlicheren Strecken eher Reihungen von 2 bis 3 Doppelstockwagen üblich, gerade im Osten von Deutschland. Also 4 bis 4 Doppelstockwagen, ja gut, sieht man bei der Dresdner S-Bahn sehr häufig. 5 Doppelstockwagen, das ist eher so dann im Berliner Raum. Aber alles, was länger ist, ist dann schon sehr, 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 sehr selten. So, jetzt verbremsen wir uns fast hier noch, aber der Zug sollte noch am Bahnsteig stehen. Und auch hier sind wir viel, viel früher da. So klappt das ja jetzt mit dem Freischalten. Nee, ich mache irgendwas falsch. Gut, dann machen wir das ganz einfach über die Tab-Lösung. Und wir haben wieder Zeit, die nächsten, Schilder hier, die nächsten Karten aufzuhängen. Bei so vielen Minuten Wartezeit. Wäre es 45 planmäßig ankommen sollen. Na, so können wir die Bahnhöfe erkunden. Finde ich auch sehr, sehr schön, dieses Szenario. Aber hier wird es wahrscheinlich nur eine Streckenkarte geben. Davon gehe ich mal aus. Rheinfeld in Holstein. Sagt man da eigentlich Rheinfeld in Holstein oder Rheinfeld in Schleswig-Holstein? Wenn ihr das zufällig wisst, schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ich sage jetzt einfach mal in Holstein. So, hier haben wir die Karte, die wir aufhängen können. Na? Nimmt's nicht. Jetzt. So, jetzt hat er den Punkt erwischt. Und es gibt aber auch noch andere auf. Hier, schaut euch mal das an. Also das hat man auch gut dargestellt. So ein altes, verwachsenes Bahnhofsgebäude, was nicht mehr in Betrieb ist. Ich finde, das ist auch nicht schlecht dargestellt. So, können wir eigentlich noch darüber gehen? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil da drüben ist ja kein Bahnsteig mehr. Aufzüge, die können wir hier nicht benutzen. Wollen wir so ein bisschen noch auf die Zeit achten. 1,5 Minuten. Also, na, 1 Minute ist noch. Also so viel Zeit können wir uns jetzt nicht mehr lassen. Ne, hier können wir nicht runter. Gut, na, also, wenn Sie hier noch mit wollen. Oh, was ist das denn? Cool. Modelleisenbahn Hamburg. Ich denke mal, da spielt man wahrscheinlich auf dieses Miniatur-Wunderland an. Aber wir müssen in unseren Zug. So, Leute, wenn ihr mit wollt, dann macht hin. Einsteigen. Es geht nämlich gleich weiter hier. Das ist auch neu mit diesem DLC und das Update. Da gab es auch ein Update, dass wir jetzt hier diese Zugzielanzeigen an den Bahnsteigen haben und die auch unsere Züge anzeigen. Da gab es auch ein großes Update für die erste deutsche Strecke, aber da werde ich gleich drauf eingehen, wenn wir wieder in unserer Lokomotive sitzen. So, okay, die Videos werden ungleich lang, weil ja der Punkt in Ahrensburg war. So, aber das sind halt nun, ja, Kleinigkeiten. So, also für uns geht es jetzt in die Lokomotive. Jetzt haben wir fast schon noch ein bisschen getrödelt, aber das macht ja nicht. Ich denke mal, dass wir in Lübeck auch früher ankommen werden. Und dann, ja, bis 46, das hätten wir gar nicht so hetzen müssen. Gut, ja, denn es gab auch ein großes Update für die erste deutsche Strecke. Wer von euch weiß denn noch, was die erste deutsche Strecke in Transam World war? Richtig, es war das DLC Rapid Transit und dahinter verbirgt sich der Leipziger Citytunnel inklusive der Strecke von Leipzig über Bitterfeld nach Dessau. Und auch da gab es jetzt ein sehr großes Update, welches eben die Zugzielanzeigen dort reingebracht hat, dann kann man wohl jetzt auch im Raum Bitterfeld die LZB benutzen. Und auch mit der 143 kann man jetzt auf dieser Strecke fahren, denn das ist ja eine ursprüngliche Lok aus dem Osten Deutschlands und die ja aus dem Raum Leipzig vor 10, 15 Jahren ja gar nicht wegzudenken war, aus dem Raum Leipzig, Halle, Dresden. Da haben ja die Loks regelrecht das Rückgrat im Nahverkehr gebildet im Osten. Und wir verriegeln jetzt die Türen auf der linken Seite und dann geht es für uns gleich weiter zu unserer Endstation Lübeck. Und dann haben wir das Szenario dann, wenn jetzt nichts Großes dazwischen kommt, dann doch noch abgeschlossen. So, auf geht's. So, da werde ich das gleich auf die 140 raufstellen. Und dann rollt unser Zug jetzt los.
Einzige, was man hört, die Wagen klingen lauter als die Lokomotive. Na gut. So, dann, ja klar, wir hatten den Cut, ja, glaube ich, im Raum, wo war das, in Bad der Heide gehabt. Das ist ja nicht ganz die Hälfte der Strecke. Ich glaube, die Hälfte ist ja so Ulde, so was wäre es ganz genau aufgegangen. Und hier ist auch das falsche Licht hinten an. Da weiß ich jetzt aber nicht, wie ich das beeinflussen kann. Ist jetzt auch das letzte Stück. Egal. So, mit unserem Zug geht es jetzt erstmal, ja, Lübeck, nochmal 12 Kilometer bis zum Lübecker Hauptbahnhof. Wir fahren vorher noch am Lübecker Betriebswerk vorbei. Ansonsten gibt es, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so viel zu sehen an dieser Strecke. Ich frage mich, warum kommt eigentlich seit Hamburg kein Gegenzug mehr? Frage ich mich. Also das ist auch ein bisschen... Ja doch, wir hatten doch vorhin einen, stimmt. Kam noch einer entgegen. Aber erstaunlich wenig Gegenverkehr hier auf dieser Strecke. Ja, also Thema Rapid Transit, wie gesagt, das war ja im Jahr 2017 die erste deutsche Strecke für Trainsim World, die noch vor Weihnachten 2017 veröffentlicht wurde. Und neben den Änderungen, die ich genannt habe, mit den Zugzielanzeigen und mit der LZB auf der Strecke, da gibt es auch einen komplett neuen Fahrplanmodus, also eine richtige neue Fahrplanebene. Aber da werden wir in einem weiteren Video mal da drauf schauen, was sich da jetzt alles geändert und verbessert hat. Ich fand es zum Beispiel sehr interessant, denn man darf nicht vergessen, das alles war und ist ein kostenloses Update. Und das ist nicht selbstverständlich. Das ist ja trotzdem Arbeitszeit seitens der Entwickler, die da reinfließt. Und da muss ich wirklich sagen, Respekt, dass man sich da dran setzt. Und sowas muss ja auch getestet werden und alles. Und dann das Ganze kostenlos zur Verfügung zu stellen und allgemein sich in so ein Produkt, was eigentlich verkauft ist, was seinen Verkaufshöhepunkt ja auch überschritten hat, das, da muss ich wirklich sagen, da habe ich großen Respekt davor. So, wir zucken jetzt hier die letzten 10 Kilometer in Richtung Lübeck. Ich denke mal, da wird es ein schönes, ja, 30-Minuten-Video werden, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Das werden wir dann am Ende sehen. Ich hätte jetzt nicht mit diesen langen Wartezeiten hier gerechnet an den Bahnhöfen, aber so konnten wir wenigstens leichter die Karten aufhängen. Ansonsten, es waren da andere Sachen, die man machen kann, wie dieses Bild zum Beispiel, was man da aufhängen konnte. Aber das müsste man in Ruhe machen. Also meine Idee dahinter ist, vielleicht als Fußgänger hier, das geht ja auch, als Fahrgast von Bahnhof zu Bahnhof mitzufahren und dort einzeln nachher eben diese ganzen Sachen zu erledigen hier, die man eben erledigen kann. Aber das ist vielleicht eher was für einen Livestream. Das können wir ja auch mal bei Rapid Transit ausprobieren. Da ist ja der S-Bahn-Takt im City-Tunnel relativ eng. Das wäre doch mal eine Strecke, um das auszuprobieren, oder? Was meint ihr? Wisst ihr, dass wir jetzt nicht nur über selber Züge fahren, dass wir einfach mal als Fahrgast mitfahren und dann diese ganzen Nebenaufgaben an den Bahnhöfen erledigen? Ja, die sind ja hier in der Trainsim World 2 Reihe immer zu kurz gekommen, weil ich da nie die Zeit, und ehrlich gesagt, wenn ich Zeit hatte, manchmal nicht so die Lust drauf hatte oder nicht wusste, wie ich es machen soll. Und von daher, das wäre mal doch mal eine kleine Abwechslung, oder? Ja, abseits von Trainsim World, wir warten ja mit großer Spannung auf das angekündigte Rush Hour DLC, was jetzt im Sommer 2021 kommen soll, wo wir gleich drei neue Strecken haben und auch eine neue deutsche Strecke mit Dresden, Riesa, das und endlich dieses Passagierproblem dann auch gelöst werden soll, wo es eben dann die Möglichkeit gibt, dass die Passagiere, also dass endlich auch mal viele Fahrgäste an den Bahnhöfen stehen und nicht nur so zwei, drei Leute. Also schaut euch hier einfach den Hamburger Hauptbahnhof an. Den habe ich auch völlig anders in Erinnerung mit den Massen an Menschen, die sich da bewegen. So, und hier gehen wir jetzt schon mal auf die 90, nee, auf die 80 sogar runter. Überwachungsgeschwindigkeit ist 80. Und legen dazu noch die Bremse an, dass wir jetzt nicht doch vor Schluss hier noch eine Zwangsbremsung bekommen. So, und das dürfte jetzt aber ganz gut funktionieren. Ihr seht, wir sind ja super. Wir haben in Lübeck gar keine feste Ankunftszeit. Das ist ja kurios. So, dann. Quittieren wir das einmal. Okay. Okay. Das ließ sich nicht quittieren. Gut, soll mir auch recht sein. Da bleiben wir bei 90. Naja.
Aber da habe ich auch noch keine große fehlerfreie Strecke. Ich muss dazu sagen, ich bin da kein Profi, was diese PZB angeht. Das reicht sicherlich hier für die Spiele aus. Aber ich bin im realen Leben halt kein Lokführer oder sowas. Von daher. Aber die 90 ist meiner Meinung nach auf jeden Fall quittierpflichtig gewesen. So, drücken hier nochmal vorsichtshalber. Davon kommt nochmal eine 160, aber die betrifft uns dann glaube ich nicht mehr. Das ist ja kurz vor Lübeck. Also das kann gar nicht stimmen, dass wir damit 160 in den Bahnhof brettern dürfen. Das würde mich doch sehr überraschen. So, wir fahren jetzt ein. Zweitgrößte Stadt von Schleswig-Holstein, Lübeck. Und wir kommen von der Strecke, von der einzigsten, die da elektrifiziert ist. Ansonsten gibt es noch die nördlich verlaufende Strecke in Richtung Travemünde. Die ist, glaube ich, mittlerweile auch elektrifiziert. Rechts von uns kommt gleich die Strecke aus Richtung Büchen und Lauenburg dazu. Ansonsten gibt es hier noch im Regionalverkehr Verbindungen nach Kiel und nach Puttgarden. Außer den elektrischen Zügen trifft man vor allem hier Züge der DB Baureihe 648, auch bekannt als Lind. Das sind so die Züge, die halt das ganze Dieselnetz abdecken. Man trifft auch mal eine Baureihe 628. Okay, befreit haben wir uns nicht. Was ist ja mit der PZB? Merkt ihr das hier auch im Lübecker Bahnhof? Das ist doch erst eine 60. So, das mit der 60 ist okay, die gilt ja erst ab dem Signal. Aber normalerweise müssten wir doch jetzt in der Beeinflussung sein. Das ist echt ein bisschen kurios. So. Für uns. So, hier kommt das nächste, was quittiert. Die ist für uns auch quittierpflichtig, aber anscheinend doch nicht. Gut. Aber mit der Geschwindigkeit von 60, da kann uns nichts passieren. Feste Ankunftszeit haben wir sowieso keine. So, hier gilt doch die 60, die vorhin angekündigt war. So, hier greift das auch. Super. Gut. Davon gilt dann die 80, die angekündigt war. Okay. Wahrscheinlich haben wir etwas zu früh gebremst. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. 1,7 Kilometer bis Lübeck. Ja, ich glaube, wir sind zu früh mit der Geschwindigkeit runtergegangen. Aber auch hier, habt ihr gerade so gesehen, nicht viel los hier am Lübecker Güterbahnhof. Hier sehen wir jetzt auch das Betriebswerk von Lübeck. Darf ich mich auf jeden Fall erstmal befreien. Aber hier müssen wir wieder quittieren. Und hier müssen wir dann sogar auf die 40 runtergehen. Weil das nächste Signal ein Halt zeigt. Das Signal ist also eine Geschwindigkeit von weniger als 30 Stundenkilometer anzeigt. Und das bedeutet für uns 500 Hertz Magnet. Und da ist die maximale Überwachungsgeschwindigkeit 45 Stundenkilometer. Dürfen wir auch gleich erreicht haben. Einfahrt in Lübeck, an welchen Gleis halten wir da überhaupt? Ich glaube, die Hamburger Züge halten da mal 7 bis 9 an den Gleisen, wenn ich mich da recht erinnere. So. Noch hier kein einziger Anschlusszug, der hier am Bahnhof wartet. Da wünschen sich ja viele von euch jetzt auch die Baureihe 648. Ich meine, da würde ich fast schon drauf tippen, dass das Fahrzeug sogar noch kommen wird. Sehe ich gerade 30 Minuten, vielleicht kann man das sogar noch mal unterteilen, das Video. Muss ich mir dann nachher noch mal in Ruhe anschauen. Und so. Damit Einfahrt in den Lübecker Hauptbahnhof. Gleis für Gleis 6 sind wir jetzt angekommen. Wieso habe ich jetzt eine Zwangsbremsung? Warum? Warum habe ich eine Zwangsbremsung jetzt bekommen? Ich verstehe es nicht. Okay. Steht der komplette Zug am Bahnsteig? Ich glaube ja, oder? Das müssen wir uns mal angucken. Na nicht, dann mache ich jetzt hier die Türen auf. Also das habe ich jetzt nicht, oder war der jetzt über 45? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. So.
Okay, jetzt muss ich den Zug abrüsten. Die Fahrgäste sind sehr, sehr schnell. Dann den auf aus. Können uns ja hier nochmal umschauen. Also ein Lübecker Hauptbahnhof hat auch schon eine gewisse Wiedererkennung, denke ich mal. Aber man kann halt nicht weit in Richtung Gebäude zoomen. So, jetzt muss das hier auf Herunterfahren gestellt werden. Das muss auf ausgesetzt werden, richtig. Und jetzt sollen wir aus unserem Zug aussteigen. Gute Arbeit. Das waren erstmal alle Aufgaben für Sie. Sehen wir uns an, wie Sie abgeschnitten haben. So, aber ich denke, ich soll das aussteigen. Was ist denn jetzt nun? Gott, dann muss ich da auf der anderen Seite logischerweise raus. Weil hier ja der Bahnsteig ist. Nee, ich muss dann doch nicht. Aufstehen reicht anscheinend völlig aus. Wir holen uns die Goldmedaille im zweiten Anlauf. Erster Anlauf, wie gesagt, war ja die Entgleisung in Bargteheide. Das hat jetzt alles hier funktioniert. Ich musste bloß eine neue Zeit finden, oder ein bisschen Zeit nochmal finden, um das nochmal zu spielen. So, ja, und trotz der Zwangsbremsung am Ende Goldmedaille, damit können wir zufrieden sein. Und ich würde sagen, das nächste Mal werden wir uns dann, ich vermute mal, mit der Baureihe 182 sehen. Da sind ja auch zwei schöne Szenarien dabei. Mich interessiert besonders das Abschleppszenario, was man da spielen kann. Und ja, Rapid Transit ist sicherlich ein Thema nach dem großen Update. Und ansonsten mal schauen, wie es hier mit Train Sim World weitergeht. Denn auch abseits von Train Sim World, da ist ja auch einiges mittlerweile passiert. Tram Sim bekommt jetzt schon ein zweites DLC. Zum Beispiel, ja, es geht an allen Ecken und Enden weiter. So, liebe Zuschauer, aber wir sind fertig für heute. Wir haben dieses Szenario nun endlich abgeschlossen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke euch für eure Geduld, dass es so lange gedauert hat. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.